Wir spielen Super Toastcast. 0.1.1. Super Toastcast. Hut an ein paar Versuche des Kanonplanungs und heute machen wir den Regenbogen Boulevard des Super Toastcasts. Das Spiel ist eben. Und ja, dazu fahren wir die Strecke Gaunt's Bow. Und wir sehen sie hier. Keinen Rückwärts, was schade ist. Aber wir fahren sie erstmal vorwärts mit Xue. Xue hat auch so eine schöne Lackierung und die Map passt eigentlich ganz gut dazu. So, let's go. Also schon ein bisschen Augenkrebs, das ist minimal. Vor allem, was schade ist, dass die alles so im Hintergrund so unscharf ist. Das liegt wahrscheinlich an den Blumen, was in normalerweise eingestellt ist in Super Toastcast, in den Grafikeinstellungen. Aber das macht die Map halt auch ein bisschen kaputt, wenn man so jetzt schaut hier hinter und einfach die Map so durchsichtig sieht. Das ist schon ein Punkt, wo man sagt, nein, das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht so super. Deswegen, naja. Ist jetzt nicht so herrlich, by the way. Man kann ja quasi auch alle Wände durchschauen, auch da oben jetzt. Von der Strecke her an sich ist in Ordnung durchaus. Sagen wir so, für so eine Regenbogenstrecke, also es ist nicht so spektakulär wie der Regenbogen Boulevard in verschiedenen Versionen von Mario Kart, aber es gibt halt so gesehen kaum Regenbogenstrecken, beziehungsweise ich kenne so gesehen nicht mal eine andere in Super Toastcast. Und dafür ist sie eigentlich ganz nett. Es geht auch hoch und runter, ihr seht ja links unten die Karte, wie die aussieht. Und by the way habe ich in dem Part jetzt hier die Facecam rechts unten. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, nee, links unten war besser oder ob ihr sagt, ja, rechts unten ist besser. Lasst ihr euch ganz entscheiden. Die Sache, wenn ich es rechts unten hinhau, ist halt einfach, dass es bei jeder Map gleich ist und ich es nicht an die Map anpassen muss, wie wenn ich es links unten hinhau. Aber wenn es euch rechts unten stört, dann mache ich es wieder links unten hin. Naja, also die Map an sich, es fährt sich gut. Ich glaube, ich warte bitte bis ich die Wertung aus euch sage, warte ich noch, bis ich in die Bots gefahren bin, weil ich einfach nichts sagen kann bisher. Wie gesagt, die Vorteile, ich finde es trotzdem abwechslungsreich, auch wenn es quasi immer die gleiche Form ist. Es macht durchaus Spaß zu fahren. Dann die Nachteile, es ist anstrengend für die Augen, wegen den vielen Farben. Aber nicht nur die Farben finde ich ungünstig, sondern auch, schaut, hier diese Banden sind nicht so geil. Und dass die Map mehr oder weniger durchsichtig ist, wenn man sie von anderen Seiten sieht. Bisschen ärgerlich. Und wir wollen es aber nochmal probieren, hier dieses Fenster, dieses Bild hier auch. So sah es früher aus. Also war es auch unsichtbar und so weiter. Aber da war das nicht so blendend, diese Farben. Wie hier. Obwohl ich das gar nicht so schlimm fände, eigentlich. Schauen wir mal, wie die anderen klarkommen. Bin ich gespannt. Es ist halt auch schon recht schmal alles, aber dennoch kann man hier nicht runterfallen, weil es eben, ja, diese Wände gibt. Ich erinnere mich sehr an den Regenbogen Boulevard von Mario Kart 64 war das, oder? Dieser ewig lange mit den drei Runden, wo man 6 Minuten gefahren ist oder so. Da waren ja auch über diese Wände. Und genau. Ich finde es einerseits nice, dass da Wände sind, andererseits finde ich blöd. Also, ja. Ich finde es gut, dass da Wände sind. Was ich blöd finde, ist, wie die ausschauen. Und dass sie halt mehr oder weniger die Schwierigkeit rausnehmen. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Oh Gott. Legen wir es mal ab. Ups, jetzt kommt er mit dem Muffin. Bitte nicht noch einen. Jetzt hat er noch ein scheiß Item geholt, oder? Bestimmt, wäre jetzt nochmal abgesprengt. Oder erstmal überholt. I don't know. Ups, da ist richtig die Wand gefahren. So, können wir die davor noch einholen? Man sieht die halt so durch die Wände durch und das finde ich ein bisschen. Ja, außerdem dieses ganze Unscharfe, die Unschärfe gefällt mir nicht so gut. Aber dennoch, die Bots kommen relativ gut klar mit der Map. Die Map macht auch Spaß zu fahren tatsächlich, obwohl sie jetzt, wie gesagt, nicht die größte Variation von der Streckenführung her ist. Und dennoch würde ich, weil es optisch eben nicht so der Hammer ist,
auf die 2 Sterne gehen. Ich glaube, das ist gut, weil es ist schon anstrengend für die Augen auch, finde ich. Upsala, das war vereng. So. Man kann ja bestimmt mit vielen Bowlingkugeln ordentlich was anrichten. Ich habe jetzt auch Susanne getroffen. Ziemlich entspannt. Nee, aber ich glaube, mehr kann ich der Map nicht geben. Es ist an der Grenze tatsächlich zu den 3 Sternen, weil mir macht sie echt Spaß und so weiter. Aber diese Farben sind fast schon ein bisschen zu hell, sag ich mal. Aber das Hauptproblem sind wirklich die Banden und... ja. Die gefallen mir halt nicht. Und für eine 3-Sterne-Map ist das, ist, wo man durch die Map durchschauen kann und ist ja alles zu viel, was eben nicht gut ist. Und wir haben es geschafft und sind ja sogar 7 Sekunden schneller gewesen. Interessante Map auf jeden Fall. Und ja, für die Regenbogenbude war das von dem Spiel Sibiruskart fast ein bisschen zu schwach. Schau, hier oben kann man durchschauen, finde ich ein bisschen hässlich. Oh. Vielleicht wollte es so gewollt, aber ich finde es nicht cool. Und hier auch diese Bande, die man hier, da hat man halt gesehen, dass man durchschauen kann. Oder hier, das ist einfach, das sieht einfach wack aus, finde ich. Und es ist echt ein bisschen, die Farben sind ein bisschen zu hell, finde ich. Naja, das sind meine Punkte. Auch der unscharfe Hintergrund gefällt mir auch nicht so gut, aber es ist, man könnte auch 3 Sterne geben, aber ich würde 2 Sterne hier vergeben. So, 2 Sterne gibt es von mir. Sogar schlecht bewertet die Map, also unter 1,5 Sterne sogar. Jetzt ist es Richtung 1,5 Sterne ein bisschen hin. Old Trek, Ancestor of Star Trek. Achso, der Vorgänger vom Star Trek, oder? Der Ursprung. Gowan's Bow, kompatibel mit 092. Okay, ich spiele jetzt 093, vielleicht ist er nicht mehr so gut kompatibel, kann ja sein. Und genau. Hier gibt es ganz viel zu lesen. Ey, der Schwede, das ist viel. Und die Form ist ja nicht die tollste. Jetzt könnte man vielleicht auch noch ankreiden, dass es ein bisschen langweilig ist. Aber naja. Gowan's Bow heißt die Map. Gut. Dann schauen wir mal noch, was in der nächsten Folge für eine Map gezeigt wird. Für eine Strecke. Welche kommt denn dran im nächsten Part von Sibiruskart 0.9.S? Es ist die Map mit dem Namen. Es ist City Lights, tatsächlich. Yo, City Lights ist im nächsten Part dran. Ich sag dann anschauen. Ciao, euer Zickerflick. Tschüss.